Warum muss ich überhaupt eine Lebensbescheinigung abgeben, wenn ich im Ausland lebe und eine deutsche Rente beziehe? Wo ist das gesetzlich geregelt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten ja erst kürzlich ein Video veröffentlicht zum Thema Lebensbescheinigung für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die eine deutsche Rente beziehen und im Ausland leben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum bin ich überhaupt verpflichtet, eine solche Lebensbescheinigung abzugeben? Wenn ich in Deutschland lebe, muss ich das ja auch nicht machen. Also ist schon ein bisschen berechtigt die Frage. Aber hier liegt der Fall ein bisschen anders. Wer im Ausland lebt, da hat, also wenn man in Deutschland lebt, im Inland lebt und man stirbt jetzt hier zum Beispiel im Jahr 2023, dann erfährt die deutsche Rentenversicherung über die Einwohnermeldeämter, über das Standesamt, dann als Registrierungsbehörde für den Sterbefall sehr zeitnah ihren Todesfall, also über den Todesfall des Rentners. Und damit wird dann auch die Rentenleistung eingestellt. Das ist im Ausland ein bisschen problematisch, weil man im Ausland nicht den Zugriff auf Sterberegister hat. Es gibt Abkommen mit den meisten EU-Ländern, da hat man so einen automatisierten Abgleich, da muss man dann auch keine Lebensbescheinigung abgeben. Das hatte ich ja in dem früheren Video auch schon mal erklärt, für welche Länder das ist oder für welche Länder dieser automatisierte Sterbeabgleich dann gilt. Das ist alles kein Problem, aber es geht um die Länder, wo sie sozusagen nicht dem Zugriff eines speziellen Abkommens unterliegen und wo sie sozusagen dann immer mitteilen müssen, dass sie noch leben. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und das schauen wir uns einfach mal in dem Paragraph 60 SGB 1 an. In Paragraph 60 SGB 1 steht Folgendes geschrieben. Ich mache das mal ein bisschen größer, ja, dass Sie das auch ein bisschen besser sehen können. Wer Sozialleistungen beantragt und erhält, hat alle Tatsachen anzuzeigen, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung erforderliche Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Und da drin steht es, Sie sind mitwirkungspflichtig. Das heißt also, in dem Moment, wo Sie im Ausland leben und eine solche Lebensbescheinigung auch zugesandt bekommen, sind Sie verpflichtet, im Rahmen der gesetzlichen Mitwirkung hier diese Lebensbescheinigung auszufüllen. Das ist diese allgemeine Regelung, die uns de facto im Sozialrecht, Paragraph 60, merken Sie sich, dazu zwingt, bei leistungserheblichen Angaben mitzuwirken. Wenn ich im Rahmen der gesetzten Mitwirkung nicht mitwirke, obwohl sie mir zumutbar ist, es gibt auch Grenzen der Mitwirkungspflicht, die steht im Paragraph 65 SGB 1 geschrieben, dann kann die Rentenversicherung mir die Leistung verweigern. Und ganz interessant ist es, ich habe da auch wirklich lange gesucht, ob ich überhaupt im SGB 6, also in unserem gesetzlichen Rentenrecht, was zum Thema Lebensbescheinigung finde. Und da gibt es eine Norm, und zwar ist das der Paragraph 119 SGB 6, Wahrnehmung von Aufgaben durch die Deutsche Post. Und ich kann das auch gerne noch mal ein bisschen größer machen, damit ich Ihnen dann den entsprechenden Passus mal zeige. Und da steht das nämlich hier, also in Paragraph 119 Absatz 1 steht drinne, die Träger der allgemeinen Rentenversicherung zahlen laufende Geldleistungen durch die Deutsche Post aus und im Übrigen können die Träger der Rentenversicherung Geldleistungen durch die Deutsche Post AG auszahlen lassen. Und dann steht hier im Absatz 3 was ganz Interessantes drin, und zwar in Ziffer 1. Die Deutsche Post ist berechtigt, im Rahmen der Auszahlung und der Durchführung der Anpassung von Geldleistungen, also hier steht zum Beispiel Rentenanpassung, ja, zum 1.7. Können die also Aufgaben, die eigentlich die deutsche Rentenversicherung hat, mit übernehmen, insbesondere die Überwachung der Zahlungsvoraussetzungen und die Einholung von Lebensbescheinigungen im Rahmen des Paragraph 60 Absatz 1, erstes Buch des SGB 6. Ich hatte ja Ihnen diese Vorschrift gerade gezeigt. Ich kann noch mal umschwenken hier, ja? Also hier ist praktisch die Rechtsgrundlage für die Lebensbescheinigung
Und hier steht das erste Mal was drin zum Thema Lebensbescheinigung, ja, was das eigentlich, dass das überhaupt gesetzlich mal geregelt ist. Und das finden wir in Paragraph 119. Das heißt also, die Rechtsgrundlage für die Einholung der Lebensbescheinigung ist Paragraph 60 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nummer 1. Und dass die Deutsche Post als Postrentenservice das einholen darf, die Lebensbescheinigung von Ihnen. Das ist dem Postrentenservice hier im Rahmen des Paragraph 119 als gesetzliche Aufgabenübertragung übertragen worden. Ja, wir sehen es hier, Absatz 3, Ziffer 1. Und jetzt haben wir noch eine besondere Regelung, die dann im Besonderen was regelt. Das ist die Rentenserviceverordnung. Und in der Rentenserviceverordnung gibt es einen Paragraph 25. Und dieser Paragraph 25, ich hoffe, Sie können ihn gut sehen. Ansonsten würde ich ihn nämlich noch mal ein bisschen größer machen. Ja, in Paragraph 25 der Rentenserviceverordnung steht drin, dass der Postrentenservice bei laufenden Auslandszahlungen die Einholung von Lebensbescheinigung der Berechtigten bei dem Zahlungsempfänger und so weiter einholen darf. Das heißt also, hier ist ganz klar gesetzlich die Paragraphenkette zu erkennen, warum Sie als Rentenbezieher einer deutschen Rente, wenn Sie im Ausland leben, das können auch Ausländer sein, das müssen also nicht nur Deutsche sein, die im Ausland leben, sondern es können auch Ausländer sein, die eine deutsche Rente beziehen, hier verpflichtet sind, eine Lebensbescheinigung abzugeben. Die Rechtsgrundlage, die Normenkette ist Paragraph 60 Absatz 1 SGB I. Da steht es, also daraus zieht man das, dass sie zur Mitwirkung verpflichtet sind über Angaben, die zur Leistung für die Rente erforderlich sind und erheblich sind. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann über im Paragraph 119 SGB 6 steht dann auch noch mal was drin zur Lebensbescheinigung und dass die Deutsche Post diese Aufgabe der Einholung der Lebensbescheinigung wahrnehmen darf im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Und in Paragraph 25 Rentenserviceverordnung steht es auch nochmal drin, was die Deutsche Post machen darf. Die darf das also von Ihnen einholen. Also, meine Damen und Herren, damit ist klar, die Rechtsgrundlagen sind aus meiner Sicht relativ eindeutig. Sie müssen, wenn Sie eine Lebensbescheinigung erhalten, mitwirken und die Lebensbescheinigung ausfüllen. Schicken Sie die Lebensbescheinigung bis zum 14. Oktober 2023, die für das Jahr 2022 gilt, nicht zum Postrentenservice nach Leipzig, wird Ihnen die Rentenleistung eingestellt. Das heißt aber nicht, dass Sie die Rente nicht nachträglich dann wiederbekommen, aber sie wird erstmal eingestellt. Und zwar so lange wird die Rentenleistung eingestellt, solange Sie keine Lebensbescheinigung bei der Deutschen Post oder beim Postrentenservice in Leipzig abgegeben haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.